Endlich wieder pumpen. Was den einen der Friseurtermin oder die Kita-Öffnung, ist den anderen der Besuch im Fitnesscenter. Sehnlich hatten diese Enthusiasten in Köln der Wiedereröffnung ihres Studios entgegengefiebert. So sehnlich, dass sie sich pünktlich um Mitternacht zu einer Trainingseinheit einfanden. Ab Montag dürfen Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen, unter Auflagen. Duschen bleiben geschlossen, zwischen den genutzten Geräten muss genügend Abstand sein und eigentlich gibt es auch eine Maskenpflicht. Nicht gerade beliebt an einem Ort, an dem es vor allem auch um die Puste geht. So viel sei versichert, das Ordnungsamt kümmerte sich um die Einhaltung der Auflagen. Hammergefühl, einfach wieder mal Gas zu geben nach 8 Wochen, ist einfach nur das Beste. Ist cool, also macht auch Spaß, aber ich habe schon große Bedenken auf jeden Fall. Alter, ich habe mich so drauf gefreut, die ganze Zeit schon. Und ich bin schon super, wieder hier zu sein. Man sei froh, nach Wochen der Pause wieder öffnen zu dürfen, so der Betreiber. Rund 1000 Mitarbeiter könnten allein in dieser Kette aus der Kurzarbeit zurückkommen.